Herr Pfister, Sie haben ja durch Ihre politische Arbeit den Begriff der christlichen Werte wieder sehr stark in den Vordergrund auch gerückt des politischen Geschehens. Inwieweit haben da auch kirchliche Dokumente, Überlegungen, Stellungnahmen ihre Berechtigung, beziehungsweise inwieweit sind diese Überlegungen diesen christlichen Werten, die Sie propagieren in der Politik, dienlich? Ich glaube, was die Wertediskussion angeht, da sind Sie von einer sehr großen Wichtigkeit. Was ich mir manchmal wünschte, wir haben ja heute über Kapitalismuskritik der Kirchen gesprochen, was ich mir bezogen auf die wirtschaftlichen Fragen in diesem Land manchmal wünschte, wäre mehr Kompetenz, mehr Nähe bei den wirtschaftlichen Realitäten. Das würde die Position der Kirche um einiges wirksamer machen. Herr Bischof, bei der vorangegangenen Diskussion wurde ja ziemlich lebhaft erörtert, welchen Stellenwert die Kirchen bei der Humanisierung der Wirtschaft haben. Von wirtschaftlicher Seite wurde die Lebensfremde ins Spiel gebracht. Sie haben engagiert dagegen gehalten. Was ist Ihre Position? Ich finde das schlecht zu sagen, wenn jemand kritisiert, der kommt nicht raus. Das kann man wirklich nicht machen. Die haben einen anderen Blickwinkel, vielleicht die kirchlichen Menschen. Und natürlich gibt es unqualifizierte Kritik an wirtschaftlichem Handeln. Und natürlich haben wir kein Rezept, wie die Welt dann wirklich von heute auf morgen oder innerhalb nützlicher Frist gerecht wird. Aber wenigstens die Argumente anhören könnte man schon von beiden Seiten. Es gibt überall Leute, die blockieren.